Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Phil Wood und ich grüße euch. Heute kann ich euch ein Update geben von der Inokin iTaste SVD. Und zwar, ich habe euch diesen Akkuträger bereits vorgestellt. Ich verlinke euch das ursprüngliche Video noch unten. Das war die Prototyp-Version, die ich zum Testen gekriegt habe. In der Zwischenzeit ist die Verkaufsversion erschienen oder noch nicht ganz erschienen, aber ich habe bereits eine Verkaufsversion erhalten und da sind ein paar kleine Sachen noch geändert worden und die möchte ich euch heute zeigen. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, jedenfalls diejenigen, die auf diesen Akkuträger warten, dass er endlich in den Verkauf kommt. Der Verkauf wurde jetzt schon zweimal wieder verschoben. Und Inokin hat mir geschrieben, warum. Und zwar haben sie große Probleme mit dem Zulieferer, der diese Edelstahltubes herstellt. Inokin hat mir geschrieben, es ist ein Problem in China, eine saubere Edelstahlarbeit zu bekommen. Die Werkzeuge sind einfach nicht gut genug, um Edelstahl sauber zu bearbeiten. Die hatten zum Teil bei diesen Tubes bis zu 2/3 Ausschuss. Und das ist natürlich enorm. Die mussten sich da nach anderen Lösungen umsehen. Und das hat auch ein paar Änderungen noch erfordert, zeige ich euch. Aber sie haben es jetzt so hingekriegt, dass sie mit der Qualität zufrieden sind. Und deshalb wird der Akkuträger jetzt Mitte April definitiv in die deutschen Shops kommen. Also, schauen wir uns mal an, was sich verändert hat. Es hat sich nicht allzu viel verändert. Wenn ihr guckt, die sehen exakt gleich aus. Also, im Prinzip ist es genau der gleiche Akkuträger. Was auffällt, sind die Taster. Ihr seht hier, das ist der alte, der hat einen weißen Taster und der neue hat jetzt einen schwarzen Taster. Da haben sich offenbar einige Reviewer beschwert, dass das zu hell sei. Der leuchtet jetzt rot, weil der Akku fast unten ist. Mich hat jetzt das nicht gestört. Und schwarz sieht man aber die Farbe auch noch. Bisschen weniger hell natürlich. Aber ist auch okay. Mir gefällt der weiße besser, aber wahrscheinlich nur, weil ich den jetzt schon lange habe. Also passt beides. Dann diese Seitwärts-Taster, die sind auch ganz leicht verändert. Aber ist wirklich ein Detail. Keine riesige Veränderung. Wir gucken von oben nach unten. Ein Detail, das ich euch noch gar nicht gezeigt habe, das ist nämlich ein schönes Detail. Wir haben hier oben an dieser Kappe, haben wir bei der alten Version einer von diesen Punkten hier, da ist ein Loch drin, und zwar für den Luftzug. Das ist clever gemacht, ein schönes Detail, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht erwähnt habe. Und bei der neuen Version sind nun zwei dieser Löcher durchgebohrt. Also noch ein bisschen mehr Luftzug bei einigen Verdampfern soll das dann einen besseren Zug geben. Sonst eben vom Aussehen her sind sie praktisch gleich. Aber wenn wir uns jetzt mal die Endkappen angucken. Jetzt darf ich die nicht verwechseln. Eine links, eine rechts. Moment, ich bin gleich soweit. So, jetzt guckt euch erstmal innen. Da sieht man jetzt schon einen Unterschied, oder? Also das hier ist die alte. Das habe ich schon verwechselt, seht ihr jetzt? Die gehört zum alten. Ja, korrekt. Also hier ist einfach rund und hier sind diese Aussparungen. Dafür war bei der alten hier in der Mitte ein Loch. Der Mittelpunkt ist nach wie vor gefedert, das ist bei beiden gleich. Aber jetzt guckt euch mal die Gewinde an. Da seht ihr jetzt einen großen Unterschied, oder? Wir haben hier rechts an der ursprünglichen Version war ein Feingewinde. Hier an der neuen haben wir jetzt ein gröberes Gewinde. Ich kann euch das auch noch bei den anderen Tubes zeigen. Ich weiß allerdings nicht, ob man das sehen kann. Das ist wahrscheinlich schwierig, oder? Also das hier ist die alte Version, jetzt halte ich es wieder verkehrt. Die erste Version, die hat ein deutlich feineres Gewinde als diese neue Version. Also ich nehme an, das weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass sie aufgrund dieses Materialproblems mit den Edelstahltubes hier auch ein anderes, ein einfacheres Gewinde gewählt haben.
Zusätzlich ist sicherlich auch ein Grund, dass sich einige Reviewer beschwert haben, das habe ich mitgekriegt, dass man sehr lange schrauben muss. Wobei, das ist eigentlich normal bei Teleskop-Akkuträgern, ist einfach viel Schrauberei, das weiß man. Aber das braucht man ja nicht ständig, diese An- und Wegschrauberei. Das macht man ab und zu mal, wenn man den Akku also von 18650 zum Beispiel auf 18350 wechseln will. Sonst ist die Tube ja eigentlich immer ungefähr gleich. Naja, so oder so, ich weiß nicht, was schlussendlich der Grund war. Ich vermute eher die Materialprobleme, die sie mit Edelstahl hatten. Ich habe euch auch gesagt, bei meinem ersten Prototypen, da gab es ein paar Fertigungsrückstände, die Gewinde sind am Anfang nicht sauber gelaufen und ja, das könnte auch ein Indiz dafür sein, dass sie einfach nicht zufrieden waren mit der Qualität von diesem Feingewinde. Gut, jetzt beim neuen eben dieses gröbere Gewinde und das hat einen Effekt. Das Gewinde läuft sehr gut, das muss ich sagen, also läuft perfekt, absolut problemlos, aber es hat Spiel. Und zwar eigentlich nur leicht, aber es hat Spiel. Auch wenn man ihn richtig zudreht, ein gewisses Spiel bleibt. Es ist nicht schlimm. Mich persönlich stört es jetzt nicht. Aber wenn man dampft, kann es sein, dass es so, man sieht das nicht und hört das nicht, aber man spürt es, dass es so ein ganz kleines bisschen nachgibt. Tja. Das haben wir natürlich eben diesem gröberen Gewinde zu verdanken. Ein Feingewinde ist da natürlich in der besseren Lage oder macht das viel stabiler als dieses gröbere Gewinde jetzt. Aber wie gesagt, also ist nicht so schlimm jetzt für mich. So, wir schrauben jetzt mal den Kaifun auf. Jetzt mal gucken, ob es dampft. Das tut es nicht, weil ich das Gerät ausgeschaltet habe, als ich den Deckel weggenommen habe. Also einschalten, 1, 2, 3, das blinkt, auf dem Display kommt on. Jetzt dampft es, allerdings mit ein bisschen wenig Leistung. So, und jetzt kann ich euch gleich mal was zeigen. Erstens, das Display ist immer noch verkehrt rum eingebaut. Das haben sie also, eigentlich müsste das Display so eingebaut sein, aber es ist so eingebaut. Das haben sie nicht geändert. Aber was sie gemacht haben, sie haben diese beiden Taster geändert. Und das haben sie gut gemacht, weil jetzt ist die Bedienung wieder intuitiv. Ich zeige euch das mal. Aber erst zeige ich euch noch etwas anderes. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, erscheint hier LOC, Lock. Sie haben eine Tastensperre für diese zwei Tasten eingebaut. Ich habe euch ja gesagt, zeige ich euch auch schnell, beim alten tück zugedreht und den eingeschaltet und so, weil wenn man hier drauf drückt, dann verändert man ja direkt die Ohm oder die Volt oder die Wattzahl, also ohne Vorlaufzeit, nicht ein Klick einfach, dass das Display anmacht, sondern es wird direkt verändert. Und daraufhin haben sie das jetzt mit diesem Lock gelöst. So, um den Lock zu entfernen, presst man diese zwei Taster 5 Sekunden zusammen. So, jetzt wird da die Ohmzahl angegeben und jetzt müsste er eigentlich entriegelt sein. Ja, genau. Und ihr seht jetzt, wenn ich oben drauf drücke, geht die Wattzahl hoch. Wenn ich unten drauf drücke, geht sie runter. Also das ist intuitiv, das stimmt so. Vorher war es ja umgekehrt, das war ein bisschen komisch. Also damit bin ich jetzt schon zufrieden, muss ich sagen. Finde ich gut, so wie es ist. Obwohl das Display verkehrt ist, aber die Taster, die sind jetzt korrekt. Jetzt mal gucken, ob es so dampft. Ja. Das passt. Um diese Tasten wieder zu sperren, drückt man wieder beide 5 Sekunden. Jetzt kommt wieder die Umstärke und jetzt schreibt er LOC, also Lock. Jetzt sind diese Tasten wieder gesperrt. Finde ich gut, finde ich ein wichtiges Feature. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Ja, und das waren eigentlich die Veränderungen von diesem Gerät. Ich sage es euch nochmal, ich habe es glaube ich schon gesagt, mir ist dieser Akkuträger richtig lieb geworden. Ihr seht, der ist super lang.
Also der ist wirklich lang, der ist länger als eine Warmo. Oder wenn wir jetzt einen GGTS mit einem Maietti dazu nehmen, das ist ein deutlich längeres Gerät. Ist, ja, gehört sicherlich zu den längsten. Aber ich mag den Akkuträger. Er ist super zuverlässig. Er ist sehr einfach im Handling. Er streikt nie, also der lässt euch nicht im Stich. Tolles Gerät, eben variable Volt, variable Watt, alles sehr einfach einstellbar. Was will man eigentlich noch mehr? Plus noch Teleskop. Also für mich ist es wirklich ein toller Akkuträger. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Eben in den Verkauf oder in die Shops in Deutschland kommen die Mitte April. Und das sicher, hat mir Inoking geschrieben, das ist jetzt garantiert, dass diese Geräte kommen. Tja, das war's von der Inokin iTaste SVD und ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.